Ja? Was macht ihr denn da? Achso, stimmt, wir wollten ja über unsere Umsätze reden. Deswegen gut, nehme ich euch mal mit zu Dennis, der weiß ihn. Ob wir Millionen gemacht haben oder ob wir Verluste gemacht haben, das sehen wir heute. Hi, erstmal, mein Name ist Manuel Gonzalez und auf diesem Kanal hier zeige ich dir, wie du es schaffst, deine Leidenschaft zu finden und damit eben auch dein Leben nach deinen eigenen Regeln zu gestalten und im Idealfall sogar finanziell frei zu werden. Es geht um dein Business, dein Leben, deine Regeln im Prinzip. Und jetzt hier möchte ich mit euch gerne mal, mit dir gerne mal zu meinem Team gehen, zum Teil meines Teams. Das hier ist nämlich Dennis. Und Dennis hat auch den Kanal abonniert und auf die Glocke geklickt, worum ich dich auch bitten möchte, wenn du keines der Videos verpassen willst, die montags, mittwochs und freitags jeweils online kommen. Dennis, jetzt erzähl mal, jetzt bin ich ganz gespannt. Wie sieht's denn aus? Ich schnapp mir mal diesen zufällig hier herumstehenden Stuhl und setz mich da drauf. Die Umsätze der letzten Tage, einfach mal so ein bisschen frei rausgesprochen, aus speziell, Achtung, wir sind als Agentur natürlich relativ breit aufgestellt, aber speziell jetzt aus dem Dropshipping. Ja, wir haben ja die letzten Wochen damit verbracht, Shopify erstmal beiseite zu legen zum größten Teil und über Funnel zu gehen. Hat den einfachen Vorteil, dass man da einfache Orderbumps, Upsells etc. einbauen kann und dadurch einfach mit demselben Werbebudget den Gewinn drastisch steigern kann. Mhm. Und die letzten Tage haben wir immer so im Schnitt einen Gewinn gehabt von zwischen 600 und 800 Euro. Hängt immer ein bisschen vom Tag ab. Und zwischendurch sind dann natürlich gerade an Wochenenden Tage dabei, wo extrem viele Leute bestellen. Und da hatten wir zum Beispiel gestern, hatten wir insgesamt einen Gewinn von 1600 Euro ungefähr. Man muss dazu sagen, wir reden jetzt vom Gewinn, nicht vom Umsatz. Ne? Genau. Wie hoch war denn der Umsatz gestern? Gestern der Umsatz, der lag bei ungefähr 3500 Euro. Ja, das sind also so ungefähr, wenn wir die Zahlen halten, was wir voraussichtlich erstmal nicht machen werden. Ja, aber wir haben rein mal theoretisch gesprochen, wenn wir diese Zahlen halten werden und wir skalieren ja auch, also werden wir früher oder später auch sowieso diese Zahlen bei weitem übertreffen, dann werden wir interessanterweise weit jenseits der 100.000 Umsatz im Monat liegen und mit den Berechnungen ja dann auch weit jenseits der 30.000 Euro gewinnen. Und das ist jetzt erst einmal, wir reden jetzt von einem Shop, richtig? Ja. Genau, und dann kommen ja natürlich noch die anderen Shops dazu. Das ist der Shop, den wir jetzt aufgebaut haben, den wir gezeigt haben vor ein paar Tagen, deswegen reden wir über den. Das ist der, wo ihr auch gesehen habt in dem Livestream. Wer das nicht gesehen hat, klickt gerne mal hier, ist das eingeblendet oder der Link ist irgendwo in der Infobox. Auf jeden Fall könnt ihr euch das anschauen. Da haben wir einfach mal erklärt, was ist Dropshipping und wie haben wir diesen Shop von 0 auf zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, 1800 am Umsatz am Tag skaliert und wir skalieren natürlich weiter, das heißt, wir drehen weiter auf. Spannenderweise, ich darf das nicht zeigen, weil wir haben hier die Kundendatenbank vor uns, aber da ist jemand, den ich persönlich kenne, lustigerweise zufällig genau hier, nämlich aus, lies das mal vor, wie heißt das Dorf? Hier. Unten drunter? Gau-Bickelheim. Genau, Gau-Bickelheim ist ein Nachbarort von meinem Heimatdorf. Und das war nicht geplant. Ne? Also er hat einfach die Kundendatenbank offen und ich sehe jetzt gerade jemanden, den ich persönlich kenne. Das finde ich sehr lustig. Gut, Freunde, ich will das Video heute gar nicht so lange machen, sondern ich wollte erstmal nur die Frage beantworten, war das jetzt eine Ausnahme oder geht das weiter? Und ich möchte das gerne diese Umsätze weiter ein bisschen verfolgen. Es werden auf jeden Fall natürlich für die ganz klassischen, typischen Manuel Gonzalez Videos kommen, auch in nächster Zeit. Wieder ein paar Vlogs, wieder ein paar andere Sachen aus meinem Leben. Und wir werden auch hands-on euch mal zeigen, wie man so einen Shop aufbaut auch. Wenn ihr bis dahin noch nicht warten wollt, sondern jetzt einfach schon loslegen wollt, habe ich euch auch einen Link in die Infobox gepackt, beziehungsweise in die Kommentare. Da könnt ihr euch 187 profitable Produkte runterladen, mit denen ihr heute euren Shop aufbauen könnt. Und da ist auch nochmal eine Erklärung zum Thema Dropshipping mit dabei. Super. Thomas, zufrieden? Sehr zufrieden. Sehr gut. Tim? Immer. Zufrieden? Und wer ist diese schöne Frau da? Warum? Da. Auf meinen Stuhl. Du wartest auf meinen Stuhl. Achso, ich sitze auch. Deswegen steht er hier. Achso, Freunde, ja. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, wie immer, viel Spaß und ciao.